und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich euch mal zeige, wie mein Fahrwerk-Setup so aussieht. Und genau das machen wir heute. Viel Spaß dabei. Also einmal vorweg zu sagen, ganz, ganz wichtig, ich zeige euch einfach nur, wie ich das mache. Ich bin kein Experte, was das Thema angeht, sondern ja, zeige euch einfach nur, wie das bei mir aussieht, wie ich es eingestellt habe. Wenn ihr bessere Tipps habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, der eine oder andere von euch hat viel mehr Ahnung als ich und ich kann wahrscheinlich dann mehr von euch lernen, als ihr von mir. Deswegen lasst uns da gerne austauschen. Was ich euch jetzt zeige, ist einmal, wie ihr den Sag einstellt oder wie ich den Sag einstelle und den Rebound. Also, ich habe mir natürlich am Anfang viele, viele Tutorials angeguckt und es gibt da ja super gute Videos auch, aber alle sehr, sehr kompliziert und für mich ist immer noch das Thema Fahrwerk einstellen ja so eine Wissenschaft für sich und ich habe jetzt einfach so ein paar Sachen herausgefunden, die für mich ganz gut funktionieren und genau das zeige ich euch jetzt. Es ist einfach nur Basic-Einstellung sozusagen und auch wirklich nicht schwer und allein auch gut machbar. Wir starten also mit dem Sag. Der Sag ist eigentlich das, wie die Gabel eintaucht, wenn ihr einfach nur auf dem Fahrrad drauf sitzt. Das ist dafür da, wenn ihr zum Beispiel auf einer geraden Strecke fahrt und da kommt so eine Kuhle, dass das Fahrwerk halt nach unten in den Negativbereich noch was ausgleichen kann und einfach diese Strecke glatt bügelt. Das ist die erste Einstellung, die ich mache und das zeige ich euch jetzt einfach. Okay, das, was ihr als allererstes machen müsst, ist einmal die Dämpfer wirklich öffnen. Gucken, dass die nicht zu sind, wie hier der Dämpfer ist euch zu gewesen. Dann natürlich die Verschlusskappe abschrauben. Hier haben wir jetzt natürlich direkt den Fall, dass es nicht funktioniert. Aber wie ihr vielleicht gelernt habt, gibt es da ja so einen Hack, den ich euch beigebracht habe. Yes, die Verschlusskappe abschrauben und dann habt ihr immer schon so eine Tabelle auf den meisten Dämpfern drauf. Die sagt euch schon an, wie viel PSI ungefähr rein soll. Bei mir liegt das jetzt zwischen 62 bis 70 PSI. Ja, dann schraubt ihr einfach erstmal das Ding hier drauf, so weit, bis die Dämpferpumpe euch anzeigt, wie viel drin ist. Das heißt, ihr müsst wirklich weit genug reinschrauben und dann seht ihr auch, wie viel Luft drin ist. Jetzt, ihr könnt jetzt hier schon sehen, ich habe jetzt drin 61 circa, das heißt vielleicht ein, zwei Pumper rein und das dürfte dann schon genügen. Und das gleiche machen wir hier. Hier immer darauf auch beachten, dass alle Dämpfer und Gabeln haben so ein Maximal, ne? Also hier steht es drauf, 325 ist Max. Das sollten wir natürlich nicht überschreiten. 190 fast hat er drauf. Also er ist schon zack über 200 gesprungen direkt. Wir machen einfach mal auf, ne? 200 glatt. Gucken dann gleich mal. Diese Dämpferpumpen übrigens, da könnt ihr auch gute kaufen. Meine war jetzt einfach dabei beim Watt. Ich denke, bei den meisten, die bei einem Hersteller die kaufen, sind die dabei. Was ihr als nächstes macht, ist einfach hier diese Ringe nach ganz unten schieben, beziehungsweise hier am Dämpfer nach ganz oben. Und das Ziel ist jetzt, euch mit Gewicht, das heißt, ich mache das jetzt nicht, weil ich habe keinen Bock, alles anzuziehen. Mit Helm, mit Protektoren, mit allem, was ihr habt, so wie ihr fahrt, wenn ihr viel Enduro fahrt, vielleicht auch einen Rucksack und so weiter, einfach euch aufs Fahrrad draufzustellen, ohne viel in den Dämpfer reinzupumpen. Also ohne viel Gewicht draufzugeben. Kann man gut machen, wenn man eine Wand hat, sich anlehnen kann, so ein bisschen. Drücken sie und dann ganz, ganz sachte absteigen. Nicht, dass zu viel gepumpt wird. So, normalerweise zwischen 20 und 30% Sag sollte das gut sein. Ich entscheide mich immer dann für die Hälfte einfach, also die Mitte 25. Und hier kann man das Ganze jetzt ablesen. Ich bin jetzt tatsächlich hier einen Ticken drüber und hier bin ich auf 20. Das ist mir ein bisschen zu hart. Das heißt, hier nehme ich noch ein bisschen was raus. Und das geht eigentlich genauso einfach wie rein. Und zwar habt ihr hier so einen Punkt, da drückt ihr drauf und dann geht immer ein bisschen was raus. Das heißt, hier nochmal einfach anschrauben. Und das wiederholt ihr einfach sozusagen so lange, bis ihr auf eurem gewünschten Maß seid. Übrigens bei den RockShox-Gabeln könnt ihr das hier ablesen. Bei Fox-Gabeln haben die diese Tabellen hier, diese Linien nicht drauf. Das heißt, ihr müsst einen Zollstock anlegen und dann einfach die Millimeter in Prozent rechnen. Je nachdem, was ihr für eine Gabel habt. 180 mm oder 170, 150, rechnet ihr es einfach aus. Hier steht jetzt auch 170, 180 drauf. Langsam aufstellen. Jetzt schon
besser. Ist jetzt nicht ganz auf 25. Das heißt, ich werde noch ein bisschen härter machen. Noch ein Ticken könnte da rein. Immer ein, zwei Pumper mehr rein, weil er beim Abdrehen auch was verloren geht. Ne? Dann absteigen. Ja, jetzt haben wir es hier auf 25. Was ihr jetzt noch machen könnt, wir haben hier mal Positiv- und Negativ-Druckkammer. Ihr könntet noch ein paar Mal reinpumpen einfach. Damit sich das ausgleicht ein bisschen. Und dann einfach den Test nochmal wiederholen. Das heißt, alles nochmal runterschieben, wieder draufsteigen. Yes, und jetzt passt es sogar noch besser. Vorne muss ein bisschen mehr rein noch. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen so ein Rumtüfteln. Allein das ja ist ja schon so anstrengend, dieses Rumprobieren, dass ich einfach die ganzen anderen Sachen, die es gibt, zum Beispiel Volume Spacer, die man noch mit in die Gabel reinpackt, die kann ich euch gleich mal zeigen. Da hört bei mir der Spaß auf, da habe ich schon keine Lust mehr drauf. Dann pumpen wir noch ein paar Mal rein und machen wir noch einen letzten Test. So, und jetzt haben wir es wirklich hier knapp auf 25. Hier haben wir es auch knapp unter 25, das heißt mit Helm und so weiter dürfte das normalerweise passen. Auch hier die Kappe einfach hier drauf. Ich habe übrigens immer meine Dämpferpumpe mit, wenn ich auf dem Trail oder sonst wo bin, falls ich das irgendwie anpassen muss. Weil von meinem Gefühl her ist es so, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man auch mag und wo man sich dran gewöhnt. Ich kenne Leute, die fahren die Dämpfer super hart oder andere, die fahren das super weich. Ich glaube, es kommt immer darauf an, woran der Körper sich so ein bisschen anpasst. Und das ist so ein bisschen so eine Gefühlsache. Im nächsten Schritt, dafür drehen wir das Fahrrad jetzt einmal um, zeige ich euch, wie der Spaß mit dem Rebound aussieht. So, der Rebound ist sozusagen die Einstellung, die das Fahrwerk so schnell wieder ausfahren lässt oder eben langsam. Bei den RockShox-Gabeln habt ihr da Hase und Schildkröte. Alle, die RockShox fahren, kennen das. Ganz witzig. Eigentlich, ja, die Tiere, die Bedeutung ist, denke ich mal, klar. Und was ich dann immer mache, ich mache folgenden Test. Ich pumpe rein und lasse dann einfach los. Und dann sagen alle so, darf das Rad nicht springen. Ja, perfekt. Ich kann euch jetzt allerdings sagen, hier unten verstellt man das ganze Ding. Ich habe das jetzt genau auf der Mitte stehen, noch von der letzten Einstellung. Man kann das so mit Klicks verstellen. Ich habe erstmal komplett auf Hase und dann immer langsamer runter. Und bei mir springt das einfach nie. Ich weiß nicht, ob es an der Geometrie liegt oder an irgendwas anderem. Aber keine Chance. Hier am Dämpfer habt ihr die gleiche Einstellung. Habt ihr auch hier, steht drauf, Rebound, Hase und Schildkröte. Und hier könnt ihr zwei verschiedene Tests machen. Könnt ihr hier den gleichen Test machen. Welchen Test ich noch viel besser finde, ist, wenn ihr einfach im Sitzen eine Bordsteinkante runterfahrt. Und das ganze Ding soll nur einmal federn. Das heißt, fährt rein, boom und wieder raus nach oben. Und dann ist die Einstellung eigentlich ganz gut. Ihr müsst immer aufpassen, dass der Rebound halt nicht zu hart ist, hinten oder vorne, dass das nicht das Rad hochkickt oder den Hinterbau hochkickt, wenn ihr springt. Und ja, so mache ich meine Einstellungen. Wie schon gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber vielleicht war ja für den einen oder anderen was Interessantes dabei und ich konnte euch zumindest so ein paar Basics sagen. Die Feineinstellungen mache ich wirklich erst im Park oder auf dem Trail, von wegen hier Compression Charger und so weiter, Rebound vielleicht nochmal einstellen, härter, weicher und so weiter. Das lässt sich schwer so eine Pauschalregel für finden, finde ich. Und ich glaube auch, dass es pauschal keine richtige Regel gibt, was für jeden Fahrer passt. Ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen da reinfinden. Was ich gemerkt habe, die Einstellungen, die so vom Hersteller vorgegeben werden auf den Gabeln, sind schon ganz passend und ich komme damit gut klar. Ich denke natürlich, wenn jetzt ein richtiger Profi auf so ein Fahrrad steigt, dann wird er merken, okay, könnte noch da ein bisschen mehr, hier ein bisschen mehr. Und ja, auf so einen Profi warte ich. Wenn der mich auf dem Fahrrad sieht und sagt, hey Daniel, mach mal ein bisschen mehr vorne rein, hinten ein bisschen raus, bisschen Rebound mehr, bisschen das. Perfekt. Als nächstes zeige ich euch noch die Volume Spacer.
und erkläre euch nur ganz kurz, wofür das da ist. Warte mal kurz. So, das ist meine gute Canyon Bag. Ich muss kurz hier warten. So, bleibst du da? Ja. Diese Dinger hier sind diese Volume Spacer. Und da kann man mit einem bestimmten Werkzeug halt die Gabel öffnen und dann kommen die hier noch zusätzlich rein. Das ist dafür da, um noch ein bisschen mehr Kompression aufzubauen. Wenn die Gabel zum Beispiel einfach bei euren Drops oder Sprüngen ständig durchschlägt, dann lässt sich dadurch die Luftkammer verringern und ihr habt logischerweise mehr Kompression. Ich habe die bisher noch gar nicht gebraucht. 180 mm Federweg hat immer ausgereicht. Und ich denke, das ist auch eher so ein Ding für wirklich die Leute, die richtig Plan haben und irgendwie Profi sind. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, euch einen Einblick zeigen, wie ich das bisher gemacht habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euer Fahrwerk einstellt. Würde mich mega interessieren. Morgen geht's auf den Trail und dann wird das Ganze nochmal gecheckt, wie das Fahrwerk jetzt abgestimmt ist. Und vielleicht finde ich ein paar kleine Veränderungen oder ein ganz neues Fahrgefühl, wer weiß. Und bis dahin, lasst mir gerne ein Abo da, denn ich droppe jede Woche 2 neue Videos. Bis dahin, Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.